Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 19. Mai 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, gestern nach dem Neumond trennen sich jetzt Sonne und Mond wieder. Der Mond ist zunehmend, wird bald wieder als schmale Sichel zu sehen sein, wenn es denn der graue Himmel zulässt. Aktuell steht er jetzt hier gleich in Konjunktion mit dem rückläufigen Merkur im Zwilling. Auch Mars ist hier im Zwilling. Und die Sonne ist kurz vorm Übergang in den Zwilling. Also hier haben wir doch eine gewisse Übermacht des Zeichens Zwillinge, was eben an Problematik bedeutet, dass man oft zerstreut ist, sich in bestimmten Gedanken verlieren kann, vielleicht sogar zwanghaftes Denken hat, dass man immer im Grunde zwei Sachen gleichzeitig möchte, sich wenig entscheiden kann. Es ist alles recht hektisch, ohne dass im Grunde wirklich ein Grund oder ein tieferer Grund für diese Hektik bestehen würde. Andererseits der Zwilling eben auch das Zeichen der Leichtigkeit, des Entdeckens, der Information, des Austausches und der Kommunikation. Alle diese Bereiche sind im Grunde gestärkt. Allerdings fällt jetzt hier diese Zwillingsphase eben auch in die Zeit des rückläufigen Merkur. Ich hatte da gestern drüber gesprochen. Merkur bis zum 12. Juni rückläufig bewegt sich hier im Zwilling zurück. Und der rückläufige Merkur ist, was so die Gedanken und Kommunikation anbelangt, immer eher nach innen gerichtet. Ist also eine gute Stellung, um sich selbst auf die Schliche zu kommen, kann aber manchmal Probleme damit mit sich bringen, sich zu entscheiden, für etwas Stellung zu beziehen, Dinge ganz klar zu kommunizieren. Hier kann es zu Missverständnissen kommen und wir alle wissen ja, welch hohen Stellenwert inzwischen das Denken, die Kommunikation in unserer Gesellschaft hat. Und dieser rückläufige Merkur hat tatsächlich vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund, dass wir trotz aller mentalen Aktivität uns auch mehr auch auf unser Bauchgefühl verlassen. Denn das ist im Grunde immer richtig. Der Mond heute im Zeichen Zwillinge unterstützt diese Zwillingsgeschichte noch. Mond im Luftzeichen ist immer so eine Sache, weil der Mond ja eigentlich sich identifizieren will. Er möchte fühlen. Im Zwilling ist auch er hin und her gerissen, hat unterschiedlichste Einflüsse. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Andererseits eine gute Stellung für Kontakte, um ein wenig leicht und locker die Dinge anzugehen oder sich über bestimmte Dinge zu informieren. Dafür ist es auch gut gedacht. Morgen Nachmittag um 16 Uhr oder kurz vor 16 Uhr dann der Wechsel des Mondes in den Krebs. Also morgen Vormittag haben wir auch noch Mond im Zwilling. Mit Mond im Krebs wird die Mondstellung sehr viel emotionaler. Es geht tiefer rein, es geht stärker um die emotionalen Bedürfnisse. Es ist dann ab morgen Nachmittag so ein bisschen ein Hin und Her zwischen ich möchte unterwegs sein, Zwilling, oder ich möchte gern daheim sein, Krebs. Dann am Donnerstag schon mal angekündigt, wir sehen es hier schon, die Sonne ist schon im vorletzten Grad des Stiers. Die Stierzeit geht jetzt also zu Ende. Am Donnerstag Vormittag der Wechsel der Sonne in den Zwilling. Die Zwillingsphase beginnt. Da aber Saturn Anfang Schütze steht, ist der Eintritt in den Zwilling nicht leicht und locker, sondern von Hemmungen und einer gewissen Schwere und so begleitet. Das werde ich aber noch genauer erläutern am kommenden Sonnabend, dann die Opposition von Sonne Saturn, die tatsächlich eine gewisse Struktur in die Zwillingsenergie bringen möchte. Gut, so weit, so gut. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ja, ist, dass am kommenden Freitag die Venus in Opposition zu Pluto steht. Ein Aspekt, der sehr viel Tiefe in Beziehung, in Liebe bringt, der aber auch eine Überprüfung unserer Werte nach sich zieht und der auch tatsächlich starke anhaftende Gefühle verstärken kann. Loslassen ist hier wie so oft die Devise. Zu allen Aspekten
morgen mehr. Wünsche uns trotz des Wetters hier im Norden einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.